Nehmen Sie meine Schuhe. Schön. Schön. Oh, wird einfach alles weich. Das ist alles high, versehen, alles klar. Mr. Papalakis. Was denn? Das haben Sie vorhin gar nicht gehört, als ich das gerufen habe, oder? Nein. Ich habe gesagt, ich mache das hier nur für Sie, ja? Die Show. Damit Sie was zum Gucken haben. Dankeschön. Ja, gerne. Jetzt der Gott, bist du vorbereitet? Was? Meinst du, Todesstrafe 100%. Wird er gehängt oder was? Nicht zugelassen. Wir haben hier keine Todesstrafe. Wie jetzt nicht? Was wir haben keine Todesstrafe. Ah, dann geh wieder rein. Und es wird auch nicht lebenslänglich. Das kannst kann du den sagen. Abschieben? Ich glaube, er ist Amerikaner. Ich bin ganz ehrlich. Ich glaube, den können wir nicht abschieben. Herr Ulrich heißt er. Du hast vollkommen recht. Alles klar, ich check das. Ulrich heißt er. Mochi ist schon cute. Ja, absolut. Kudos. Ja, ich fand... Tätigkeiten machen. Er hat mich gerade zum Facility Management. Ist das Emma? So. Ich müsste mir aus Prinzip, wenn wir das gewinnen, danach eine Line Koks ziehen, ja? Was? Geht ja hier um 300 Gramm Koks. Was? Das hast du jetzt nicht gerade gesagt. Keine Sorge, ich hab sie extra zugeflüstert. Ja, Zeugen, habt ihr eine Reihenfolge? Ja, also als erstes werden wir Cloud befragen und ich habe schon, wir werden abwechselnd die Zeugen machen, Verteidigung und wir. Ja, ja. Also ich fange also mit Cloud an, das ist der erste Zeuge und dann werden wir ein bisschen reagieren. Die eine Sondersituation mit zwei der Zeugen. Okay, dann müsst ihr, weil wenn die Zeugen nicht da sind, müsst ihr mir trotzdem mal eine SMS schreiben, wen ihr jetzt nicht zusammen wollt. Zwei der Zeugen ist eine Sondersituation, das muss ich gerade eh nochmal klären, ganz kurz. Okay. Okay, weil O'Malley ist heute auf jeden Fall outtripping. Ist das jetzt mit den zwei besonderen Zeugen eigentlich? Weil O'Malley ist auf jeden Fall abrufbereit, aber ich nehme nicht an, dass sie jetzt vor Ort ist. Wir machen auf jeden Fall Party bei Lucy. Na, das ist dann auch nur die einmalige Möglichkeit zu befragen, also alle Seiten sollten dann befragen. Ja. Sobald das durch ist, okay, ja, dann müssen wir das wahrscheinlich mit dem Richter. Diese Frau Fox wird aber nur mit einem X geschrieben. Ja, es gibt noch einen Herrn Fox, der mit zwei X geschrieben. Das ist du weißt nicht mal, wie sie geschrieben wird. Ne, war schwach von ihr. Dann frage ich noch mal ganz kurz den Richter diesbezüglich. Ja, dass wir das einmal dann am besten klären. Oh, und das ich gehe noch mal gerade runter und komme dann um 21 Uhr wieder hoch. Oh, meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, in wenigen Minuten beginnt die Führung. Jetzt, wo es lustig wurde. Ach Manno, Kopfschmerzen. Ich habe 8 Minuten, um wieder reinzukommen. Mal gucken, ob Rage mitmacht. Billy schafft es keine 5 Minuten im Gerichtssaal. Naja, also Kilpatrick ist ja, ne? Ist der Vorsitz. Ich glaube, der lässt ein bisschen mehr durchgehen. Einfach des RPs wegen. Er ist da nicht so schnell mit Ordnungsgeld. Also schon schnell mit Ordnungsgeld, aber dann nicht so radikal aufwärts und so. Für jedes Widerwort, das gegeben wird, nochmal $500 oder so. Ist er ja schon ein bisschen. Ich glaube, der ist ja ein bisschen liberaler. Ich wusste, dass das jetzt wieder losgeht. Ich werde es nicht wirklich schaffen.
Warum ist das jedes Mal so? Manu. Warum habe ich immer diese blöden Windows-Fehler? Jetzt die nächsten 8 Mal einloggen. Hallo Mondwölfin. Hallöchen. Huch! Was passiert denn hier? Dirkolai, vielen Dank für deine 5 Abos. Dankeschön, super nett. Super lieb, dankeschön. Ah, jetzt brauchen wir wieder 20 Minuten, um reinzukommen. Ach, das nervt so. Also wir haben ja echt nicht so wirklich häufig Kopfschmerzen. Ne? Es gibt andere Leute, die deutlich mehr Probleme haben. Also deutlich mehr. Da bin ich schon ein bisschen froh drum. Aber wenn wir Kopfschmerzen haben, dann brauchen wir unglaublich lange, um wieder reinzukommen. Weil immer ständig diese Windows-Fehler kommen. Ja, Henno, dass du bei Subgifts auch mal ganz vorne dabei bist, das weiß ich. Dankeschön nochmal, Dirkolai. Stell dir mal vor, man hatte vor 2 Tagen, als diese Schießerei war, einfach kurz Kopfschmerzen, ja? Also wenn du stehst da, ja? Der Chief rennt an dir vorbei, du hast Kopfschmerzen, kommst wieder rein und auf einmal liegen 20 Leute um dich rum. Ja, großartig. Auch schön. Ich glaube, ich schaff's nicht. Ich hänge noch. Komm, kein Windows-Fehler, aber mein Bild hängt komplett. Soll ich da nochmal neu versuchen? Soll ich warten? Hatte ich noch nie. Das ist tatsächlich komplett neu. Ich versuch's mal. Nächste Woche 25%. Halt bloß zurück, Kenno. Wirklich. Das sind wirklich relativ viele neue Lieder jetzt in meiner Playlist. Das ist ja toll. Beste Staatsanwälte der Stadtbuchstelle schon mal gepusht werden. Ich sag's euch gerne nochmal, die beste Staatsanwältin zu sein, ist gar kein Problem, ja, weil Frau Wayne einfach aktuell leider krank ist und dementsprechend nicht so präsent ist. Ne? Wegen, aber danke für deine 5 Abos, dankeschön. Ah, jetzt habe ich nur noch 3 Minuten! Hilfe! Rage, komm schon! Sei cool! Sei cool, Rage, komm schon! Komm schon. Let's go. Oh Gott, Slabby, du hast jetzt gerade nicht Einzigste geschrieben. Ich hoffe, das Kappa bezieht sich auf das Einzigste. Moku, vielen Dank für den Resub. 5 Monate schon. Junge, wichtigster Monat. Dankeschön. Ach, ihr wolltet wieder so einen Hype-Train haben, ne? Ja, versteht das schon. Versteht das schon. Lasst euch nicht baiten. So, ich versuch's nochmal. Bitte lass mich rein. Bitte, 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 bitte. Daumen drücken. Ich will das Plädoyer hören. Ja, dann kommen sie mit dem Riesentalent, ne? Dass ich das mal so sagen würde, hätte ich auch nicht gedacht. Oh Gott. Nicht mehr bewegen. Oh Gott. Auf gar keinen Fall mehr bewegen. Ach du Scheiße. Holy shit. Boah. Sweezy, was ist hier los? Sweezy, ich habe gesagt, nicht beten lassen. Was ist mit euch? Sweezy, vielen Dank für deine 5 Abos. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Der Silber, das wäre alles Meta, wenn ich dir jetzt was verrate, ne? Der Chat hatte ich schon gespoilert. Witz raus. IC. Guck
guck mal, Susi. Hype Train? Habe ich gerade Hype Train gehört? Also direkt am Start und direkt Level 4. Ihr seid doch verrückt. Imagine, man würde sich beten. Henno, Finger weg. Drück den Knopf nicht, Henno. Henno? Nein, aus. Nicht den Knopf drücken. Kein Drücki auf die Knöpfe. Oh, Entschuldigung. Da habe ich wohl das nicht überhört, Kappa. Darf es nur nicht anwenden und wissen. Ja, ich bin jemand, ich möchte es auch gar nicht wissen, weil unterbewusst macht man es doch irgendwie immer. Das kann man gar nicht verhindern. Ja, Howie, guten Abend, Hallöchen. Alles Gute. Juhu, das ist ja ekelhaft. Alles Gute, der Silber. Ich als Drago, vielen Dank für 10 Abos kleine jetzt. Zeuge. Übertreib aber. Nicht für euch. Vielen Dank. Vielen Dank. Hallöchen. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Super nett. Enno? Nein. Ich habe Nein gesagt. Hallo Gott, Will. Oh, also. So, meine Damen und Herren, ich würde Sie langsam bitten, Ihre Plätze einzunehmen. Auch hier das Vorfeld. Hörst du mich? Hörst du mich? Vor dem Richterpult entsprechend zu räumen. Hörst du mich? Die Telefonate einzustellen. Oh nein. Ich bin mir durchaus... Ich kann nicht sprechen. Nein. Ich muss nochmal relocken. Nein. Du mir das nicht anspielen. Wenig Rücksicht nehmen. Personen, die ja noch zuströmen, das geht an den Saaldienst, sind dann auf ihre Plätze zu weisen. Wir wollen die Beagle sehen. Kriegt ja nichts, wenn ich nicht reden kann, Mann. Und ich, kriegt ja nichts. Kriegt den Fast Way of Life? Oder wie ist das jetzt hier? Krieg ich nicht? Multiplayer has started. Ja, auf Wiedersehen. Ach, Mann, nee. Das nerv ich gerade. Warum? Ah, Moku, vielen Dank für 200 Biddies. Mac Merlin, vielen Dank für 100 Biddies. Danke schön. Nee, geht leider nicht los. Es tut mir echt leid, aber wenn ich nicht reden kann, ist halt scheiße. Das funktioniert leider auch nicht, der Silver. Ich habe das schon tausendmal alles probiert. Bei mir funktionieren diese Relogs immer nicht. Auch der über I funktioniert nicht. FL Stefan, vielen Dank für 100 Biddies. Ihr lasst euch alle baiten. Und ihr seid dabei, meinen Rekord zu brechen, aber lasst euch nicht baiten. Oh. Bei F1 muss man meistens mehrmals machen, bis das klappt. Man kann das mehrmals machen, wenn man diesen komischen Bildschirm hängt. Was denn? Der Howie, gerade eigentlich mit uns als Beisitz die Tötungsverhandlung von Ulrich, aber ich kann nicht dabei sein, offensichtlich. Ich habe sonst nie so Probleme. Och Mann, warum heute? Larsologe? Larsologe, vielen Dank für dein Abo, dankeschön. Dankeschön. Ich habe gerade kurz überlegt, ob das Loach. Ja, ich würde sie euch echt gerne zeigen, die Verhandlungen. Sonst müsst ihr bei den anderen gucken. Codewest stimmt auch. Ja, aber ich habe sonst nicht so Probleme, Turmalon. Da haben andere mehr Probleme. Deal, Kolai! Vielen Dank für. Warte mal. Ja, Gott, jetzt übertreibt er halt. Danke für 5 Abos. Dankeschön. Dankeschön. Welcher Rekord? Der steht da oben bei mir. Hype Train Rekord. So, jetzt kriege ich wieder diesen Windows-Fehler beim Einloggen. Weiß er doch jetzt schon. Bidlüm. War klar. Okay, ich gucke gleich auch einfach bei Codeway, ja? Wir machen gleich Restream. Wir versuchen es gleich gar nicht mehr. Was ein Scheiß, Mann. Ach stimmt, Delanoa. Ich vergesse immer, dass Delanoa auch streamt. Aber der sitzt nur hinten. Da geht lieber zu Codewell. Ach, der sitzt da nur. Der Mr. Supreme Court. Enno, vielen Dank. Ich hab Nein gesagt, Enno. Der Mann hört einfach nicht auf mich. Ups, er klickt. Ja, genau. Danke für 5 Abos. Dankeschön. War nett. Ah, damit habt ihr den Rekord tatsächlich gebrochen. Delanoa. Richtig. Mann, aber ich will doch dabei sein. Ach, Mann. Lass mich rein, Grage. Komm schon. Das ist jetzt gerade mal wichtig. Können alle bitte den Saal verlassen, außer die, die notwendig sind. Ach, so ein Kack. Ich war ja drin, aber dann war dieser blöde Bug mit diesen Scheißsprechen, ey. Oh.
Raus mit der Viecher. Rücken, dankeschön, super lieb. Dabei gibt es ja jetzt gerade wirklich nichts zu sehen. Original gibt es hier gerade nichts zu sehen. Nervig. Dip, dip, didi, dip, dip, didi. Ich kenne dieses Meme mit Let me in! Let me in! Ja, so fühle ich mich gerade. Jetzt stellt euch vor, wir wären Hauptsitz. Er nahm sein Messer und richtete V.S. Wiener skrupellos hin. Für Herrn Ulrich war es scheinbar mehr wert, seine Wut über das nicht erhaltene Koks direkt auszuleben, als V.S. Wiener die nötige Zeit zu geben, auf die Bedingungen dieses ungleichen Geschäfts einzugehen. Doch es kommt noch schlimmer. Herr Ulrich hat nach der Tat keinerlei erste Hilfe geleistet und nahm damit billigend in Kauf, dass Frau Espina an ihren Verletzungen stirbt, was leider kurze Zeit später auch passiert ist. Es ist den beiden mutigen Menschen Travis Jacob und Diego Moreno zu verdanken, dass wir diese Tat hier heute aufklären können. Denn diese beiden haben für die richtige Sache ihren Schwur gebrochen, mit der Polizei zu reden und haben Kontakt mit PD09 Cloud aufgenommen. Dabei haben sie ihr eigenes Leben riskiert. Diese Tat sollte anderen Menschen, die im kriminellen Sumpf versunken sind, als Vorbild nehmen, um sich dort rauszuziehen. Die heutige Beweisführung wird aufzeigen, dass Herr Ulrich eine Gefahr für unsere Gesellschaft ist, dass der Teufel aus Las Sontas ausgetrieben werden muss. Die Staatsanwaltschaft verurteilt dieses Verhalten zutiefst und klagt da folgende Tatbestände an: § 11 Absatz 1 Tötung sowie § 17 Absatz 1 Raub. Vielen Dank. Ja, nicht vielen mehr Dank, Herr Prosecutor Caldwell. Die vertretenen Verteidiger, möchten Sie darauf mit einem Statement erwidern? Natürlich. Dann hätten Sie jetzt Ihren Raum. Ehrenwertes Gericht. Hallo, Kasper. Wir verhandeln heute einen Fall, den die Staatsanwaltschaft wie so oft als glasklar findet. Doch so eindeutig, wie es im ersten Moment scheint, ist es gar nicht. Im Grunde war es nur ein Konflikt zwischen zwei Präsidenten von Motorradclubs, der irgendwann einseitig außer Kontrolle geraten ist. Herr Siegfried Ulrich ist kein unbeschriebenes Blatt. Er redet viel und ist in der Stadt nicht sonderlich beliebt. Dennoch ist er nicht die Person, die von der wie sie von der Staatsanwaltschaft gezeichnet wird. Panzer, der hält jetzt auch noch rein. Danke für 10 Abos, danke schön, Panzi. Jedoch hat er noch nie gegen jemanden eine Waffe verletzt oder eingesetzt. Der Abend begann mit einem Meinungsaustausch, der in einer Schlägerei endete. Nachdem sich alles beruhigt hat, kam es zu einer normalen Diskussion über den anhaltenden Konflikt beider MCs. Nach einer längeren Diskussion, es war ein Zecker für Leute, ich muss mich jetzt aber einmal konzentrieren. Mit seinem Club, ich verstehe zum Beispiel nicht, was er sagt. Das Land Las Maginados MCs verlassen. Frau Espina, bekannt für ihre Gewaltbereitschaft, leigte Herrn Siegfried Ulrich. Dieser drehte sich wieder um und sah, wie Frau Espina zu ihrer Waffe griff. Im gleichen Moment zog Herr Ulrich sein Messer aus seiner Tasche und stach zu. Dies tat er, um sein Leben zu schützen. Gut, wir haben Zeugen, die bestätigen können, dass Frau Espina nicht ihre Waffe gezogen hat. Ist nach unserer Verfassung durch den Artikel 1 geschützt. Der Absatz 2 sichert jeden Menschen, der in unserer wundervollen Stadt lebt, das Recht. Ich kann es einfach nicht mehr hören. Der Mann macht für jedes Mal die gleiche Scheiße. Nach unserer Verfassung wird kein Grundrecht dem anderen vorgezogen. Es gibt hier keine Einschränkungen, was eine Verhältnismäßigkeit angeht. Wir plädieren dennoch auf teilschuldig, denn die Waffen wurden den Maginados zur eigenen Sicherheit durch unseren Mandanten entgegengenommen und konnten bis heute leider nicht zurückgegeben werden. Gleiches gilt für die Motorräder, für die Schlüssel der Motorräder. Vielen Dank.
Gut, das hat das Hohe Gericht gehört. Zur Klarstellung, was den Tatvorwurf des Raubes, wie er hier von der Staatsanwaltschaft gerade vorgebracht wurde, hinsichtlich der abgenommenen Schusswaffen und der Schlüssel für Motorräder, bekennen sich Ihr Mandant dann für schuldig. Bezüglich der Tötung stellen Sie hier darauf ab, dass diese in Notwehr geschehen sei und deswegen nicht zu verurteilen sei. Habe ich das richtig aufgefasst? Ich wiederhole mich. Ich plädiere hier auf das Recht der bewaffneten Verteidigung. Das ist mitnichten die Notwehr. Die Notwehr ist im Criminal Code verankert. Das Recht auf bewaffnete Verteidigung steht in unserer Verfassung. Darauf berufen wir uns. Und was den Raub wenn angeht... Wenn jemand eine Straftat begeht, hat er sein Recht auf die Verfassung möglich, verloren. Sonst könnten wir ihn ja nicht mal einsperren. Und den Motorradschlüssel zurückzugeben. Dennoch sehen wir hier ein, dass das Gericht dieses anscheinend als Raub sehen wird. Gut, das habe ich dann so verstanden. Damit eröffne ich die Beweisaufnahme. Vor dem Prozess sind beide Prozessparteien auf mich zugekommen und haben vorgeschlagen, hier alternierend Zeugen zu laden. Dem wird das Gericht hier entsprechend nachkommen. Ich würde der Prosecution hier das Recht auf den ersten Zeugen geben. Mr. Coldwell, welchen Zeugen möchten Sie laden? Herrn Cloud. Mr. Cloud, okay. Dann ist Mr. Cloud dem Gerichtssaal zuzuführen. Dem Gericht ist bekannt, dass er sich hier in der Anlage aufhält. In der Anlage? Spannend. Mit der Tasche, wo die Langwaffe drin ist. Sehr schön. Mr. Cloud, ich würde Sie bitten, hier zu meiner rechten Platz zu nehmen. Ein wunderschöner. Mr. Cloud, Sie sind mir aus meiner persönlichen Arbeit als Mitglied der Detective Unit im Police Department bekannt. Deswegen kann ich mir die Belehrung relativ kurz halten. Mr. Cloud, Sie sind hier als Zeuge vor Gericht geladen. Des Weiteren sind Sie Officer des Police Departments. Sie haben hier die Wahrheit zu sagen, außer Sie würden sich selbst einer Straftat verdächtig machen oder der Strafverfolgung aussetzen. Das Gleiche gilt, wenn Sie durch Ihre Aussage Verwandte, nahe Verwandte dem Gleichen aussetzen. Haben Sie das verstanden? Aber natürlich, Sir. Mr. Cloud, ich verweise Sie des Weiteren nochmal explizit auf Ihre Pflicht zur wahren dienstlichen Aussage, wenn es um Ihren Tätigkeitsbereich als Officer im LSPD geht. Mr. Cloud, Sie gelten hiermit als belehrt. Mr. Coldwell, ich würde Sie bitten, die Vernehmung zu starten. Let's go, Coldwell! Do your thing? Ja, vielen lieben Dank, Herr Cloud, dass Sie den Dienst als Detective im Staat leisten und dass Sie heute erschienen sind. Natürlich. Herr Cloud, es wurde ja gerade schon gesagt, dass Sie Detectives sind. Ich bitte Sie darum, dass Sie ganz kurz erörtern, was Ihre Aufgabe innerhalb der Detective Unit ist. Meine Aufgabe als Detective ist es natürlich, für Recht und Ordnung zu sorgen, unter anderem Sachen, die nicht aufgelöst werden, nochmal dementsprechend nachzugehen und etwas tiefer in die Materie einzutauchen, als es ein Officer auf der Straße tut in seinem normalen Streifendienst. Darunter gehört auch das nähere Verbinden mit diversen Rocker-MCs, worunter auch die Los Marginados fallen. Haben Sie Kenntnis über das Verhältnis zwischen den Los Marginados und den Los Santos Devils? Natürlich. Könnten Sie bitte auf die näher eingehen? Wieso nennt man das so? Angespanntes Verhältnis, ne? Wie auch schon in den Akten steht. Wurden unterdrückt, meiner Meinung nach. Was meinen Sie mit wurden unterdrückt? Naja, der Davis MC versucht... Einspruch, Mutmaßung, meiner Meinung nach. Die Aussage ist jetzt schon getroffen, es ist die nächste Frage gefallen. Ich kann darüber jetzt nicht entscheiden. Deswegen bitte beantworten Sie die nächste Frage, Mr. Cloud. Bezüglich der... Geschäfte, welche die Los Marginados verfolgen, sowie der Davis MC. Ist der Davis MC eindeutig daran interessiert, die Los Marginados im Keim zu ersticken? Ist das auch so? Einspruch, unbewiesene Tatsachen? Ja, dem ist stattgegeben. Mr. Cloud, wenn Sie darauf Hinweise oder Beweise dafür haben, würde ich Sie bitten, diese jetzt sofort zu nennen. Ansonsten würde ich die Prosecution bitten, diese Befragung in fallrelevante Dinge zu leiten. Keine Beweise vorlaufen, also nicht dabei. Laufende Ermittlung. Gut, dann möchte ich auf den Punkt Koksgeschäft eingehen.
Was ist ihm bekannt bezüglich Kursgeschäft, was die Los Marginados angeht und den Devils MC? Einspruchrelevanz, das wird hier heute nicht verhandelt. Da möchte ich gerne erwidern, und zwar geht es um das Motiv von Herrn Ulrich. Wie ich bereits in der Eröffnungsplädoyer geäußert habe, ging es dort an dem Abend um ein Koksgeschäft. Ja, das lasse ich auch erstmal zu, wenn es hier dient, dem Motiv für diese Tat einschaulich zu werden. Deswegen bitte beantworten Sie diese Frage. Okay, über die Los Marginados ist uns nichts bekannt, was mit Koks zu tun hat. Dennoch ist uns über die Devils einiges bekannt, was mit Koks zu tun hat. Also, dass die Devils im Koks-Business sind, ist kein Geheimnis. Dazu gibt es keine Urteile. Einspruch unbewiesene Tatsachen? Gibt es da irgendein Urteil? Es gibt kein Urteil, aber Ermittlungen. Ermittlungen sind keine Beweise. Gut, dann hält das Gericht fest, dass hier ausgesagt wird, dass Ermittlungen wegen der möglichen Verwicklung in Betäubungsmittelgeschäfte im Bereich Kokain offensichtlich ansässig sind, hier allerdings keine Verurteilungen bisher stattgefunden haben und gerichtsfest auch nichts gehalten wurde. Gut, fahren Sie bitte mit der Beweisaufnahme fort, Mr. Caldwell. Okay, jetzt kommen wir zu dem Tattag. Bitte schildern Sie, wie Sie in den Fall involviert wurden. Einspruch, Kompetenz. Der Officer war nach unserer Ansicht aus der Akte nicht erkenntlich, überhaupt gar nicht vor Ort. Wie soll er über den Tattag was schildern? Dafür haben wir Zeugen, die wir laden können. Da möchte ich gerne erwidern, Herr Cloud war involviert in den Fall, er war sogar der leitende Detective in diesem Fall. Deswegen ist er ja auch als Zeuge in der Akte auch entsprechend aufgelistet. Er war am Tattag aber nicht da. Und er wird auch von anderen Zeugen entsprechend nochmal erwähnt. Er war beim Tattag dennoch nicht anwesend. Gut. Um das aufzuräumen, mein bescheidenes Aktenkenntnis. Sie wissen, ich bereite mich nicht explizit vor. Ich habe eine Aussage von Mr. Cloud in dieser Akte gesehen. Mr. Cloud ist nach meinem Kenntnisstand der Auslöser für die Folgeermittlungen gewesen. Mr. Caldwell, welchen genauen Beitrag zum Tathergang erwarten Sie hier, den Mr. Cloud Ihnen geben kann? Aber hä, er hat doch einfach gefragt, er wollte doch Cloud gerade quasi erklären lassen, zwischen den Los Marginados, wie er dazu steht, also wie er zusammenhängt, das wollte er doch Cloud gerade erklären lassen. Inwiefern ist das für Ihren Tatvorwurf heute Abend relevant und inwiefern treten Sie damit Beweis an, um die noch gegenständlich zu klärende Tötung aufzuklären? Es geht hier vor allen Dingen darum, um aufzuzeigen, dass die beiden Zeugen, die wir noch hören, die... Er hat die schon mal gesehen. ...unter entsprechenden... Was passiert da hinter mir? Stehen. Einspruch und bewiesene Tatsachen. Was passiert da hinter mir? Das wird er entsprechend ja aufzeigen durch seine Antworten. Ich würde diese eine Frage zu gestehen, wenn ich merke, dass das hier abdriftet und weiterhin nicht tatgegenständlich ist, würde ich die weitere Befragung unterbinden. Deswegen, Mr. Caldwell, stellen Sie bitte eine Frage und das Gericht möge dann auch schnell erkennen, worauf Sie hinaus möchten. Okay. Gut, weil es gerade ein bisschen zu aufgeregt ist. Zusammenarbeit mit den Los Marginados aus. Ja, er redet so viel um den heißen Brei. Teilweise über Telefon, also... Zusammenarbeit kann man das nicht nennen, also ich hatte einen Kontakt bei den Los Marginados, der mir ab und zu ein paar Informationen gegeben hat. Der Kontakt hieß wie? Diego. Möchte ich sagen, dieser Diego ist der Diego Moreno, den wir nachher auch als Zeugen hören werden. Moreno, ist auf Sie zugekommen an dem Abend. Mit welchen Dingen ist auf Sie zugekommen? Er hatte mich angerufen und meinte, Ihr Press ist tot und er weiß, wer es war. Ich interveniere jetzt einmal ganz kurz, Mr. Caldwell. Sie arbeiten gerade heraus, warum die beiden Zeugen, die wir hier geladen haben, von Ihrer Seite aus nachher gehört werden können. Ist das korrekt? Korrekt. Gut, das ist dem Gericht bekannt. Das setze ich jetzt mal voraus. Es ist hier vorher kein Antrag gelaufen, dass die beiden nicht Mitglied dieser anderen Gruppe sind. Mr. Wetter Attorneys, würden Sie das in Abrede stellen, dass die beiden Zeugen, die Identitäten sind Ihnen bekannt, Mitglieder der opponierenden Gruppe sind? Also Shanks. Nein, das würden wir nicht in Abrede stellen. Nur sehe ich jetzt hier gerade die Gefahr oder das Thema, dass
der Herr Attorney Caldwell eine Aussage vom Abend von Prosecutor dem Herrn Cloud haben möchte, was nicht passieren darf, weil er war nicht vor Ort. Gut, dass Mr. Cloud nicht vor Ort war, ist jetzt gerichtsbekannt. Das, was er dort sagen kann, ist Hörensagen. Das ist im Gericht auch bekannt. Mr. Caldwell, gibt es etwas, was Mr. Cloud beitragen kann, noch jenseits festzustellen, dass Ihre beiden Zeugen, das ist jetzt akzeptiert, Mitglied dieser Gruppierung waren, der gegensätzlichen, deswegen dort auch vielleicht Aussage antreten können? Gibt es etwas anderes, was Sie glauben, was für heute Abend wichtig ist, für diesen Prozess? Dann noch eine Sache, und zwar geht es um die Glaubwürdigkeit entsprechend dieser beiden Zeugen. Herr Cloud, was bedeutet es für einen MC-Mitglied mit der Polizei zusammenzuarbeiten? Einspruch auf Föderich. Der Staatsanwalt versucht hier Vorurteile zu schüren. Da er hier gerade abstellte, dass er versucht, ja eine Aussage über die Glaubwürdigkeit der anderen Zeugen herbeizuführen, würde ich diesen Einspruch einmal ablehnen, aber wenn hier seine Aussage sich auf das beruft, was Sie gerade einsprechen, werde ich das unterbinden, ja? Gut, antworten Sie bitte auf die Frage, was es für einen Club, ein Mitglied eines Motorradclubs bedeutet, eine Aussage zu treffen oder mit dem Gericht zusammenzuarbeiten. Ja, wie wir alle wissen, haben die ihre Vorschriften und ungeschriebenen Regeln. Wer mit der Polizei spricht, dem erwartet der Tod. Hier möchte ich anmerken, dass dies in der Vergangenheit so auch schon passiert ist. Es wurde entsprechend hier auch schon verurteilt. Bitte dann keine weiteren Fragen. Ja, zu kurz. Ich hätte noch eine Folgefrage. Bitte, Miss Zane. Da wir gerade über die Glaubwürdigkeit unserer Zeugen sprachen, möchte ich gerne noch eine kurze Frage an Mr. Cloud stellen. Um die Glaubwürdigkeit der Gegenzeugen tatsächlich zu überprüfen. Was genau bedeutet ein Press Call? Naja, wenn der Press was sagt, dann wird es gemacht, egal was es ist. Was passiert, wenn man es nicht bedeutet, macht? Jemanden umzupusten. Bedeutet, wenn man es nicht macht? Ja, kurz einmal unterbrechen, bitte. Mr. Cloud, woher haben Sie diese Informationen? Das ist weltweit bekannt. Okay. Was passiert, wenn man es nicht tut? Naja, der Ausschluss des Clubs. Und wie wir alle wissen, ist das kein schöner Ausschluss. Vielen Dank. Keine weiteren Fragen. Gut. Werte Verteidigung, jetzt hätten Sie Zeit, Fragen an Mr. Cloud zu stellen. Ja. Er wollte unbedingt zu. Guten Abend, Herr Cloud. Einen wunderschönen. Danke für Ihren Dienst am Volk. Was? Wollte ich Ihnen ursprünglich Sie sind ja als Erstes. Sehr bewandert anscheinend, was eigentlich als Reaktion haben. Wer wollte unbedingt zuerst? Durch wen droht denn in der Regel die Gefahr, wenn man mit der Polizei zusammenarbeitet? Vom eigenen Club. Von wem insbesondere? Naja, vom Press. Der nicht mehr lebt. Von den Mitgliedern. Der Herr Moreno, der hier heute aussagen wird. Wissen Sie, welchen Posten der in dem Club innehat? Einspruch, Relevanz. Den lehne ich jetzt einmal ab. Mr. Posch versucht hier die Glaubwürdigkeit der Zeugen entgegenzuarbeiten. Sie durften gerade dafür arbeiten, dann darf Mr. Posch jetzt auch dagegen arbeiten. Ja, ist okay, Patrick, aber ich kann es trotzdem mal versuchen. Mr. Posch, wie gesagt, wenn das sich auf genau die. Mach das jetzt auch so, Mr. Posch, das geht jetzt die ganze Zeit so. Genau, mir geht es jetzt quasi um die Nachfolge und insgesamt auch, weil hier gerade gesagt wurde, der Press macht es und ansonsten der Club. Genau. Welchen Posten hat denn der Moreno inne? Meines Wissens nach Sergeant. Sergeant oder Sergeant at Arms? Sergeant at Arms. Wäre der Sergeant at Arms, ich kann mich an die letzte Verhandlung erinnern und Ihre Aussage, nicht auch dafür zuständig, gerade solche Dinge zu treffen? Also die Bestrafung von Leuten? Tatsächlich schon, aber da er, wie schon erwähnt wurde, eine Aussage getätigt hat bei den Cops, ist er kein Mitglied mehr, der Los Marginados. Gut, aber so wie sie das jetzt für mich darstellt, sind die Aussagen, die getätigt wurden von den Los Marginados, von den noch führenden Köpfen gewesen, die da über sind. Einspruch, der Anwalt sagt gerade selber aus.
Ja, korrekt. Mr. Posch, Sie stellen hier bitte Fragen und fassen gut nichts zusammen. Herr Cloud, sind die beiden, die heute aussagen werden, die führenden Köpfe, die noch über sind? Das mag wohl sein, ja. Von darauf, wem aus dem Club geht denn da noch Gefahr von aus? Dem Tod, ja? Wir haben tatsächlich schon Drohungen bekommen. Also die Mitglieder, also die Kronzeugen haben bereits Drohungen bekommen, der hinterbliebenen Mitglieder. Mhm. Dafür gibt es SMS, das Handy kann gerne geprüft werden. Gut. Da sind auch Sachen gefallen, wie sollten wir dich nochmal sehen? War es das letzte Mal? Herr Cloud, wurden die Mitglieder, die heute aussagen, wurden denen irgendwelche Dinge versprochen von Ihnen? Also Strafmilderung oder andere Sachen? Nein. Wie keine haben Strafmilderung. Warum stellt das ein Zeugen? Wie haben Sie die Mitglieder des Motorradclubs dazu bewegt, auszusagen? Gar nicht. Das kam von denen aus. Wir haben uns mit denen getroffen, weil er nicht weiter wusste. Und ziemlich aufgebracht. Na gut, das kann er ruhig erzählen, alles. Wir haben sie darauf hingewiesen, ja, der beste Weg ist, mit uns gerade mitzukommen. Und dem ist er nachgegangen. Halten Sie es für möglich, dass eine Aussage gleich von dem Motorradclub als eine Racheaktion auf Drogen sein kann? Einspruch, Spekulation. Das ist eine Suggestivfrage. Ja, Sie fordern auf, dass er Cloud spekuliert. Also Mr. Posch, ich bin mir nicht ganz sicher. Eben haben Sie viele Einsprüche, was die Kompetenz des Detectives angeht, über Motorradclubs auszusagen gestellt und jetzt fordern Sie ihn auf, quasi aus dieser Kompetenz herauf zu spekulieren. Das ist ja Ihr gutes Recht, es ist ein Gegenzeuge hier. Ich bin aber geneigt, mir diese eine Frage, die haben Sie, aber wenn das in diese Richtung weitergeht, dann muss ich mich fragen, ob er jetzt kompetent ist aus Ihrer Sicht oder nicht. Verstehen Sie, worauf ich hinaus möchte? Natürlich, mir geht es jetzt gar nicht darum, im Motorradclub direkt, sondern in seiner Arbeit als Officer. Mr. Cloud, dann formuliere ich das nochmal so, wie ich es verstanden habe und wie ich es für rechtmäßig halte. Glauben Sie, dass diese Aussage heute, Mr. Posch, korrigieren Sie mich, dass diese Aussage heute als Racheaktion zu werten sei? Mr. Posch, das ist das, was Sie wissen wollten, richtig? Zu werten sein kann. Oder zu werten sein könnte, ja. Nein, davon gehe ich nicht aus. Keine weiteren Fragen. Ich habe perfekt. Alles gut. Perfekt. Ja, treffen Sie bitte perfekt, vor. Weil das Witzige ist, die Aussagen wollte ich eigentlich alle hören. Perfekt, perfekt. Guten Abend, Detective. Wunderschön. Das Wissen über MCs, was Sie haben, gilt das für alle MCs? Ja. Welche Form von MCs sind Ihnen bekannt? Naja, die 1%. Relevant. Und die etwas, ne? Die einfach nur ihr Bierchen trinken. Und die würden Mitglieder töten? Wie bitte? Und die würden ihre Mitglieder töten? Einspruch, suggestiv. Ach nee, vergessen Sie es. Entschuldigung. Ja, haben Sie aber gerade ausgesagt. Vielen Dank. Keine weiteren Fragen. Sorry, Gegenzeuge, ich will gerade mir sehen. Wir einfach Einsprüche reingehen. Ich noch eine Frage, Mr. Cloud. Wie lange beschäftigen Sie sich als Detective mit organisierter Kriminalität? Ich nutze mal diesen bösen Begriff der Rockerkriminalität oder Sie haben es jetzt hier als MCs ausgedrückt. Genau. Schön. Wie lange passiert sind Sie in diesem Tätigfeld? Knapp 10 Jahre. Hä, was ist denn das, Banz? Was ist das? Okay. Ach, die Graffe! Haben Sie dort Ihr Wissen gesehen auf der Straße, durch Schulung, popkulturell erfahren? Wie sieht da Ihre Ausbildung aus? Das ist eigentlich ziemlich durchwachsen. Man bekommt viel mit. Man hat also, andere die Fragen, die Posch gestellt hat, haben uns zu 100% geholfen. Vielen Dank, Mr. Posch. Sehr freundlich. Ich mache bei Ihnen auch weniger Einsprüche dann, ja? Wenn er immer Fragen stellt, die uns helfen, sind ungeschriebene Gesetze in denen. Gute Nacht, Silver. Erhol dich gut. Dann habe ich noch eine letzte Herr Richter, Frage. Ja. Ich habe da einen Einspruch. Auch hier möchte ich seine Aussage als Vorverurteilung werten lassen, bitte.
Einspruch gegen den Richter, da ist er. Da ist er. Ich die Frage gestellt ja, habe. Ja, da ist er, der Einspruch gegen den Richter. Was Sie gerade gesagt haben und nehme mir selbst heraus, das zu werten, ja? Deswegen werde ich über diesen Einspruch jetzt nicht entscheiden. Mr. Cloud, eine Frage habe ich noch. Mr. Abgewiesen, Mr. Espina, Posch. Das Opfer, um das es heute geht. Ist Ihnen das persönlich bekannt? Nur durch den Fall, den wir schon bereits hatten, ja. Welchen Fall meinen Sie da? Die Tötung an Nick O'Brien. Gut, das heißt, Ihnen ist bekannt, Stiftung, dass Miss Espina ja selbst wegen der Tötung vorverurteilt ist, richtig? Denn natürlich. Sie hat einen eigenen Mem umgebracht, was ist nochmal unterstreicht, die Fragen Gefahr. Mehr? Dann, Mr. Cloud, sind Sie hier entlassen. Herr Richter? Ja. Ich habe aufgrund Ihrer Fragen noch eine weitere Frage. Ja, Mr. Posch, bitte. Ich beeile mich auch. Ist Ihnen bekannt, dass der Devils MC schon mal irgendwie negativ gegen seine eigenen Member oder also was jetzt Mord bei Ausschluss oder insgesamt aufgetreten ist? Naja, da kein Fall abgeschlossen ist und keine Verurteilung stattgefunden hat, nein. Gut, gut. Mr. Cloud, dann nehmen Sie bitte Ihre dienstliche Tätigkeit wieder auf. Ich entlasse Sie hier nicht aus Ihrer Tätigkeit. Sie wissen, was Sie zu tun haben, ja? Natürlich. Gut, damit ist die Vernehmung des Zeugen Cloud endet. Attorneys, Sie hätten jetzt die Möglichkeit, einen Zeugen zu laden oder Ihrem eigenen Mandanten hier die Möglichkeit, der Aussage zu treffen. Euer Ehren, wir würden gerne Harry Ulrich in den Zeugenstand rufen. Harry Ulrich? Dann würde ich Mr. Harry Ulrich in den Zeugenstand rufen. Ich habe keine Ahnung, für was Sie Ihre Zeugen dort haben. Ja. Ist der vor Ort? Da kann jetzt alles passieren. Ja, ich weiß. Erst vor Ort, ja. Einfach auf. Ja, dann bitte einmal in den Zeugenstand. An Kreuzverhör, Suggestivfragen, 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 ja? Dauert es länger als 2 Stunden, wird er abbrechen und dann wird er danach übernehmen. Ich habe übrigens extra nochmal nach dem Press Call gefragt, ne? Da gehen wir nochmal drauf ein. Mr. Ulrich, ich würde Sie bitten, zu meiner Rechten Platz zu nehmen. Oh Gott. Ich liebe dich, Bruder, ich liebe dich. Und Mr. Ulrich, dass Sie laut und deutlich ins Mikrofon sprechen, sodass der ganze Saal Sie hören kann, ja? Natürlich, euer Herr. Was nochmal? Welchen als nächstes? Mr. Ulrich, Sie sind mir den bekannt. Doktor nehmen wir dann, Sie sind hier als Zeuge geladen am Court of Los Santos in einer Strafsache. Das heißt, dass Sie hier die Wahrheit sagen müssen. Es sei denn, Sie würden sich selbst oder einen nahen Angehörigen der Straftat bezichtigen oder der Strafverfolgung aussetzen. Wenn Sie hier aussagen, hat es allerdings die Wahrheit zu sein, ansonsten würden Sie sich strafbar machen. Haben Sie das soweit verstanden? Das habe ich verstanden. Mr. Ulrich, sind Sie mit dem Angeklagten verwandt oder verschwägert? Das ist mein Cousin. Das ist Ihr Cousin, okay. In erster Linie oder in zweiter Linie? Einfach werden aber unterschiedlich geschrieben. Der eine mit Doppel-L, der andere mit einem L. Dann belehre ich Sie im Speziellen, dass Sie zu Straftaten Ihres Cousins hier nicht auszusagen haben. Wenn Sie allerdings aussagen, verweise ich Sie darauf, dass Sie die Wahrheit zu sagen haben. Das haben Sie auch verstanden? Habe ich verstanden. Gut, dann Mr. Ulrich, Sie sind Zeuge der Verteidigung. Werte Verteidigung, ich würde Sie bitten, Ihre Fragen zu stellen. So, die Einspruchschilder raus, Leute. Ich brauche ein Emote mit Einspruch, bitte. Guten Abend. Mr. Ulrich, kannten Sie die Verstorbene? Flüchtig. Wie war Miss Espina vom Gemüt? Bei den Treffen, die wir mit ihr hatten, aufbrausend. Was für ein Zufall, Miko, dass du jetzt gerade da bist. Was für ein Zufall. Charismatisch. Nicht ein Einspruchschild haben? Jetzt hatte ich. Aber auch hinterlistig. Wie hat sich das Aufbrausende geäußert? Sie ist schnell laut geworden. Ist es bei dem Lautwerden geblieben? Es wurden manchmal ihre Member angewiesen, handgreiflich zu werden. Sie selber ist dabei nie aufgefallen. Also mir nicht bekannt. Haben die Member das befolgt? Ja. Haben Sie Erfahrungen damit gemacht, wie weit Ihre Member für Sie gehen würden? Naja, nur das, was jeder weiß, ne? Also ich meine aber wirklich Sie persönlich. Ja, nee. Dann kommen wir zu dem Tatabend. Warum waren Sie an diesem Abend vor Ort? Es gab eine Verabredung. Und wie ist zum Vortag. Ich hatte nichts gesagt. Und hört Sie bis hier hinten rufen, bitte lassen Sie das. Wie ist diese Verabredung gelaufen?
beschissen. Okay. Mega einsilbig, weil er selber nicht weiß, was er hier macht. Können Sie das näher erläutern? Was heißt beschissen? Naja, wir konnten keine Einigung finden. Und es kam zu Handgreiflichkeiten. Und bei diesen Handgreiflichkeiten wurde da Person etwas entwendet? Entwendet nicht. Wir haben nur, als zwei von den Anwesenden bewusstlos waren, die Waffen aus ihrer Reichweite getreten, dass sie dazu nicht greifen können, wenn sie wieder zu sich kommen. Vorhin in der Öffnung wurde gesagt, dass es genommen wurde. Einfach damit wir dieses Gespräch weiterführen können, ohne dass es da zu Gewaltausschreitungen kommt, die noch schlimmer wären als das, was schon passiert. Ja. Was hat Miss Espina getan, unmittelbar bevor es zu der Stichverletzung kam? Sie hat ihre Waffe gezogen und Sigi angeschrien. Haben Sie das eindeutig gesehen? Ja. Okay, vielen Dank. Von mir keine weiteren Fragen. Mr. Busch, haben Sie noch Fragen an Ihren Zeugen? Nein. Gut, dann geht das Fragerecht jetzt über an die Persecution. Mr. Coldwell, Miss Zane, Ihre Fragen bitte. Herr Ulrich, ja, vielen Dank, dass Sie denn heute erschienen sind. Herr Ulrich, sind Sie ebenfalls Mitglied im Devil's MC? Ja. Was ist Ihre Position im Devil's MC? Ich bin stellvertretender Press. Jetzt für diejenigen, die sich nicht so gut damit auskennen, ist das vergleichbar mit diesem Sergeant at Arms? Einflussrelevanz. Das ist abgewiesen. Mir sind die genauen Strukturen dieser MCs auch nicht bekannt und für die Beurteilung der Glaubwürdigkeit, aber auch der Verfolgbarkeit des Ganzen halte ich das für mich persönlich für relevant. Deswegen bitte beantworten Sie die Frage. Das Sergeant at Arms und die anderen Offiziere sind mir untergeordnet. Okay. Ich möchte auf eine Aussage konkret eingehen, die Sie gerade getätigt haben. Und zwar, wie können Sie sich gerade, also, habe ich es richtig verstanden? Die Waffen haben Sie weggetreten. Korrekt. Ich möchte vom Gericht feststellen lassen, dass im Eröffnungsvideo klar gesagt wurde, dass die Waffen an sich genommen wurden. Ein Spruch. Ich habe ausgesagt und ich habe im Eröffnungsvideo gehalten, dass der Angeklagte Siegfried Ulrich die Waffen an sich genommen hat. Ja, das habe ich auch so verstanden, dass Sie ausgesagt haben, dass Miss Ulrich diese Waffen und Schlüssel an sich genommen hat. Und die bis jetzt, das haben Sie gesagt, ich sage nicht, dass es so ist, bisher aber nicht zurückgegeben werden konnten. Das ist das, was Sie gesagt haben, Mr. Posch, richtig? So korrekt. Gut. Mr. Coldwell, dann habe ich Ihren Einruf hier auch vernommen. Ich würde Sie bitten, mit der Befragung vorzunehmen. In Ordnung. Um was für Geschäfte hat es sich um den Arm gehandelt, die Sie da tätigen wollten? Das tut nichts zur Sache. Ob es was zur Sache tut, dass... Der Zeuge macht hier Gebrauch von seinem Zeugenverweigerungsrecht. Ja, Mr. Coldwell, wenn... Mr. Ulrich, ich weise Sie darauf nochmal hin. Ne? Wenn Sie sich selbst hier Strafe machen, müssen Sie nichts sagen. Ich gehe davon aus, dass Sie auch genau das hier gerade tun. Ist das korrekt? Das ist korrekt. Gut, Mr. Coldwell, dann würde ich Sie bitten, hier nicht weiter zu insistieren und hier nachzubohren. Der Zeuge macht von seinem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch. Das Gericht nimmt das natürlich entsprechend auf. Wie kam es dazu, dass die Mitglieder Diego Moreno und Travis Jacob niedergeschlagen wurden? Das war in einem Handgemenge, was passiert. Wie gesagt, es gab, hat sich hochgekocht und es gab eine Schlägerei. Wie kamst du diesen Handgemenge? Wie ich das bereits beantwortet habe. Ja, Einspruch gefragt und beantwortet. Was ist hochgekocht? Das Gespräch. Um was ging es in dem Gespräch? Einspruch gefragt und beantwortet. Ja. Nein, es wurde nicht beantwortet. Ich habe das bereits verweigert. Gut, das Gericht stellt fest, dass es in diesem Gespräch offensichtlich um Dinge geht, die der
Zeuge hier unter Verwendung seines Zeugnisverweigerungsrechts nicht aussagen möchte, dann hat sich dieses Gespräch hochgekocht und es kam zum Handgemenge. Mr. Coldwell, bitte machen Sie weiter. Wo standen Sie, als es zu der Gewaltsituation zwischen Frau Espina und Herrn Ulrich kam? Ich stand hinter der Couch links von Herrn Ulrich, rechts von Frau Espina, direkt hinterm Sofa, hinter Herr Travis Jacob. Konnten Sie die Hände von Frau Espina sehen? Ja. Konnten die zu jedem Zeitpunkt sehen, obwohl sie dahinter standen? Ich weiß nicht, was für Couches Sie kennen, Herr Staatsanwalt, aber die Couch, die stand vor mir und die hat nicht mehr Höhe als meine Hüfte. Also ja. Was für eine Waffe hat Frau Espina gezogen? Eine 9mm. Kam es dazu, dass Frau Espina nicht entwaffnet wurde? Weil sie nicht niedergeschlagen wurde, weil sie sich nicht an dem Handgemenge beteiligt hat. Wie gesagt, wir waren da zum Reden. Also, wie lange hat es gedauert, die Situation, dass Frau Espina angeblich die Waffe gezogen hat und Herr Ulrich zugestochen hat? Können Sie das genauer formulieren? Wie lange hat das gedauert? Wie lange ging dieser Moment? Schwierig zu sagen. Ein paar Sekunden. Sekunden. Insgesamt ein paar Sekunden. Naja, von dem Zeitpunkt des Ausrufes, als wir gehen wollten, als sie die Waffe gezogen hat, bis dass Sigi da sich auf sie geworfen hat, mehr oder weniger, um sie am Schießen zu hindern, waren das wenige Sekunden. Jetzt habe ich gesehen, Sie wollten gerade gehen. Stand Herr Ulrich dann zu dem Zeitpunkt mit seinem Gesicht zu Frau Espina oder mit seinem Rücken zu Frau Espina? Er war gerade dabei, sich umzudrehen. Aber er hatte sich noch nicht umgedreht. Wir wollten gerade gehen, wie gesagt. Und Sie hatten dabei die ganze Zeit auch Ihren Blick auf die Hände von Frau Espina? Das ist richtig. Ich möchte den Zeugen gern vereidigen lassen. Ja, wenn das Ihr Antrag ist, das Gericht sieht keine Gründe, ihn nicht zu vereidigen, dann, Mr. Ulrich, sind Sie ein gläubiger Mensch oder sind Sie kein gläubiger Mensch? Ich bin kein gläubiger Mensch. Okay, Mr. Ulrich, ich belehre Sie, bevor ich Sie vereidige. Das Strafgesetz in San Andreas kennt zwei Formen der Falschaussage. Die erste Form der Falschaussage ist die uneidliche Falschaussage. Diese führt zu einer Strafe, die bis zu $20.000 betragen kann. Ich werde jetzt gleich vereidigen. Wenn Sie hier also falsch schwören, machen Sie sich eventuell strafbar mit einer verpflichtenden Freiheitsstrafe von bis zu 1.800 Strafeinheiten. Das heißt, dort ist auch keine Geldstrafe im Gesetz vorgesehen, nur damit Sie hier belehrt sind. Mr. Ulrich, bitte erheben Sie Ihre linke Hand und sprechen Sie mir nach. Ich schwöre. Ich schwöre. Dass meine Aussage der Wahrheit entspricht. Der Wahrheit entspricht. Dass ich nichts hinzufüge. Dass ich nichts hinzufüge. Und nichts auslasse. Und nichts auslasse. Vielen Dank, Mr. Ulrich. Der Zeuge gilt hiermit als vereidigt. Mr. Coldwell, ab jetzt gelten Falschaussagen als auch unter Vereidigung falsch ausgesagt. Ich bitte Sie, Fragen zu stellen. In Ordnung. Ich möchte jetzt nochmal darauf eingehen, und zwar auf die Dauer, dass Sie, Herr Ulrich gehen wollte, gerade am Umdrehen war, die Waffe von Frau Espina gezogen wurde und er sie dann niedergestochen hat. Ich möchte mal konkret wissen, wie lange hat das gedauert? Einspruchfrage wurde bereits gestellt. Ja, korrekt, diese Frage wurde bereits gestellt, Mr. Coldwell. Aber nicht unter Eid. Wo war das Messer von Herrn Ulrich, bevor die Waffe gezogen wurde? In seiner rechten Hosentasche, wie immer.
Die Hosen, die Sie tragen, tragen Sie da einheitliche Hosen im Club? Nein. Einspruch, Relevanz. Wir haben schon oft genug jetzt gehört, dass die Staatsanwaltschaft auf die Kleider eingeht. Ich will es nur quasi die nächsten Fragen unter, Mr. Posch, das Hohe Gericht sieht jetzt die Notwendigkeit dieser Kleidung auch nicht für gegeben. Mir ist durchaus bekannt, wie lange man braucht, ein Messer zu ziehen. Mr. Coldwell, bitte stellen Sie weitere relevante Fragen. Ich habe keine weiteren Fragen. Sie haben alles beantwortet. Ich hätte noch Fragen. Miss Zane, bitte. Dankeschön, euer Ehren. Mr. Ulrich, vielen Dank für Ihre Zeit. Natürlich. Ich möchte bitte einmal, dass Sie, dass wir nochmal auf den Punkt zustande kommen, dass Mr. Ulrich die Waffen an sich nahm. Sie haben gesagt, die wurden weggekickt, ja? Ja. Wann hat er sie an sich genommen? Das kann ich nicht beantworten, ich habe es nicht gesehen. Mhm. Gut, vielen Dank. Was haben Sie gemacht, als Sie gesehen haben, dass Miss Espina die Waffe zog? Ich habe erstmal nicht reagiert, weil es sehr, sehr schnell ging. Und dann? Und außerdem habe ich danach noch an Jacobs festgehalten. Ich, wie gesagt, ich stand hinter ihm auf der hinter der Couch, weil er ebenfalls auf Sigi los wollte. Mhm. Die wollten dann auf Sigi losgehen. Das ist richtig. Mit Fäusten, Waffen, mit auch Fäusten, was gezogen? Die hatten keine Waffen. Mhm. Keine weiteren Fragen. Gut, dann habe ich noch Fragen in dieser Gesprächssituation. Sie beschrieben, dass Sie an einem Sofa stehen, ja? Ich gehe auch immer mit Fäusten auf jemanden zu, der gerade mit dem Messer jemanden abgestochen hat. Noch irgendwie in der Hose. Das ist unglaublich, hier sind Appchen vereidigen lassen. Haben andere Beteiligte dieser Situation... Gehst du auch mit Fäusten auf jemanden los, der gerade jemanden abgestochen hat? Gut. Wer war an dieser Situation beteiligt? Ich weiß jetzt offensichtlich von... von drei. Ging in dein Abschlussplädoyer mit rein, dass. Oder des anderen MCs, wie viele von ihnen waren. Wir von dem Presscall gehört haben und die Zeugen, die wir hier gehört haben von der Gegenseite, sicherlich nicht aus dem MC ausgeschlossen werden wollen, ne? Ich glaube 5 oder 6. Okay, das heißt 5 oder 6 von ihnen stehen dort und sind drei anderen entgegengesetzt. Ja, wobei da standen zwei am Eingang. Also. Von ihnen oder von den anderen? Von uns. Von uns, also 2 am Eingang, 5 oder 6 in dem Raum selbst. Es gab keinen Raum, wir standen draußen auf dem Hof. Draußen, okay. Und jetzt die Couch-Ecke ist draußen um so ein Lagerfeuer angeordnet, im Viereck. Okay, also 2 standen da vor der Tür und an dieser Couch-Ecke waren 5 oder 6 von Ihnen und 3 von den anderen. Wir standen in Sichtweite, Leute, aber im Gespräch aktiv teilgenommen haben nur Herr Ulrich, ich, Herr Brasi und Herr McKenzie, die ebenfalls als Zeugen geladen sind. Gut. Ich gehe davon aus, dass die das vermeintlich ähnlich beschreiben würden wie Sie. Ich gehe davon aus, wenn ich mich da nicht falsch erinnere. Gut. Mr. Ulrich, dann habe ich keine weiteren Fragen. Einfach nur der Vorsicht halber. Attorneys, haben Sie noch Rückfragen jetzt nach der Befragung? Von meiner Seite aus nicht. Kleiner Stich. Ich habe einen Verschlungsantrag. Gut, das machen wir gleich. Mr. Ulrich, dann sind Sie hier erstmal aus dem Zeugenstand entlassen und Sie können Ihrer Dinge wieder auf sich nehmen. Sie können den Prozess hier auch weiter im Zuschauerbereich hinten beiwohnen, ja? Vielen Dank. Gut. Mr. Bosch, Sie hatten einen Feststellungsantrag? Genau, Herr Richter. Ich möchte hier feststellen lassen, dass unsere Verfassung keinerlei Zahlen oder keine, wenn ich ausdrücken, Übermäßigkeit oder Verhältnismäßigkeit oder auch Anzahl von Personen vorsieht, um das Recht auf eigene, auf bewaffnete Verteidigung auszuüben. Ja, Mandant hat ausgesagt, dass sie ihre Waffe gezogen hat und das reicht, um anzunehmen, dass er sein Leben gefährdet sieht und somit von seinem Recht Gebrauch gemacht hat. Mr. Posch, da Sie hier natürlich jetzt über den Verfassungsweg diskutieren, alles gut, das kann ich ohne Probleme feststellen, da reicht der Blick ins Gesetz für aus. Wie das Hohe Gericht allerdings nachher strafrechtliches Handeln wertet, ist davon erstmal natürlich nur bedingt betroffen. Das kommt natürlich dann auf die Einzelfallentscheidung an, aber das kann ich sehr gerne feststellen, dass die Constitution hier eine Gleichrangigkeit der Rechte hat und hier auch keine Verhältnismäßigkeit per se vorschreibt. Diese ergibt sich dann durch die
Spezialgesetze, die wir im Strafgesetz haben, die hier gewisse Tatbestände oder tatbestandliches Handeln einräumen. Und das ist Aufgabe des Gerichtes, hier einzusortieren, ob eine Grundrechtswahrnehmung stattfindet oder eben doch eher das tatbestandsmäßige Handeln im Vordergrund steht. Aber Ihrem Antrag kann ich soweit erstmal folgen. Vielen Dank, mehr wollte ich auch gar nicht. Gut, wie gesagt, Mr. Coldwell, verzeihen Sie, aber dieser Antrag, der ist an sich anzunehmen, weil er sachlich korrekt ist. Na, da können Sie beantragen, was Sie möchten. Vollkommen in Ordnung. Gut, jetzt haben wir Mr. Ulrich gehört. Persecution, ich gehe davon aus, dass Sie einen Zeugen laden wollen. Ja, wir haben ja vorher darüber gesprochen. Normalerweise hätten wir jetzt Herrn Jacob befragt, aber aufgrund der Sache, die wir im Vorfeld besprochen haben, würden wir dann jetzt Herr Dr. Callum O'Malley befragen. Gut, dann ist Miss O'Malley hier dem Zeugenstand zuzuführen.